Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber nochmal Frau Präsidentin, ich werde mich bemühen, nicht so viel Emotionen zu schüren, um entsprechende Reaktionen nach Möglichkeit zu vermeiden. Ja, wir haben interessante Reden gehört, der Kollegen Schäfer und Kocciati, und beide haben mehrfach den Begriff Wahlkampf in dieser Corona-Debatte erwähnt. Beide. Das macht deutlich, um was es Ihnen hier ging. Um nichts anderes als Wahlkampf ging es der SPD und den Grünen. Und dabei, teilweise wird die Debatte ja auch im Fernsehen übertragen, haben wieder die Menschen in Nordrhein-Westfalen Hoffnung. Hoffnung auf diese Debatte und Hoffnung auf die Schritte, die die Fraktionen in diesem Hohen Haus vorschlagen, wie man denn, und Herr Kocciati hat gesagt, er ist für eine gestaffelte Öffnung, wie denn so eine gestaffelte Öffnung aussieht. Deswegen debattieren hier wir doch, weil die Menschen wissen wollen, wofür steht denn verdammt nochmal die SPD und wofür verdammt nochmal stehen denn die Grünen bei dem Thema gestaffelte Öffnung. Und jetzt ist die Enttäuschung der Menschen wieder total groß. Denn es kam nicht ein einziger Vorschlag für gestaffelte Öffnung im Detail, weder von der SPD und weder von den Grünen. Nicht einer. Und das geht, glauben Sie mir, an den Interessen der Menschen in Nordrhein-Westfalen vorbei. Da würde ich mir ein bisschen mehr Mut wünschen, einfach mal um zu sagen, das ist unsere Position. Vielleicht klappt das bis Donnerstag nicht, weil die MPK morgen was anderes beschließt. Aber man muss hier doch wenigstens eine Position vertreten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den Vogel abgeschossen hat dann in zwei Passagen Kollegin Verena Schäfer. Sie beklagt, dass einige Ministerpräsidenten, strategisch nimmt sie nur die CDU-Ministerpräsidenten ins Visier, den Beschlüssen der MPK nicht folgen. Wir wissen ganz genau, dass es auch bei den A-Ländern, also bei den SPD-geführten Bundesländern mit SPD-Ministerpräsidenten, geradezu eine Strategie gibt, um den Kollegen, der die MPK anführt, nämlich Hendrik Wüst als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, bloßzustellen. Die Strategie sieht doch jeder blinder, lieber Herr Kocciati, was die SPD-Länder davor haben. Aber Frau Schäfer versucht hier den Menschen in Nordrhein-Westfalen zu suggerieren, andere Ministerpräsidenten, die der CDU, folgen den MPK-Beschlüssen nicht. Und die Grünen tun es wie selbstverständlich. Was ist denn mit dem Kollegen Kretschmann in Baden-Württemberg? Reicht Ihr Blick nicht in den Südwesten von Deutschland? Sehen Sie nicht, was die dort machen? 2G im Handel wurde selbstverständlich angekündigt, wird abgelöst. In Fußballstadien, obwohl andere Vereinbarungen galten, durften plötzlich 6.000 Zuschauer. Bayern war noch ein bisschen stärker, aber dann kam schon Baden-Württemberg mit 6.000. Sie haben sich an so gut wie nichts gehalten, was die MPK beschlossen hat. Und hier das Gegenteil zu suggerieren, Frau Schäfer, hat nichts mit Wahrheit und Politik und Wahrhaftigkeit zu tun. Gar nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen mit Corona leben. Das habe ich hier so gut wie in jeder Rede gesagt. Das müssen wir organisieren. Schwer genug. Und dann, das war der zweite Fauxpas von Frau Schäfer, sagt sie hier am Rednerpult, die FDP hat die Pandemie regelmäßig für beendet erklärt. Warum sage ich denn hier jedes Mal, wir müssen mit Corona leben, wir müssen das organisieren? Ich habe noch nicht ein einziges Mal hier gesagt, und die Kollegen der Fraktion auch nicht, dass die Pandemie für beendet erklärt wird. Nicht ein einziges Mal. Da haben Sie vielleicht eine andere Partei im Auge, aber doch nicht uns. Und die AfD und die FDP sollten Sie niemals verwechseln, Frau Schäfer. Wir müssen also mit Corona leben, und die Omikron-Variante erhöht die Chancen dafür. FDP-Ziel war immer ein Dreiklang, das Gesundheitssystem nicht überfordern, Arbeitsplätze sichern, gesellschaftliches Leben und Freiheit schützen. Und die Menschen in Nordrhein-Westfalen haben viel Rücksicht genommen, zumindest die wirklich sehr, sehr große Zahl. Viele Einschränkungen wurden akzeptiert. Gott sei Dank haben sich verdammt viele Menschen in Nordrhein-Westfalen impfen lassen. Und immer wieder keimte Hoffnung auf und immer wieder wurde zumindest von einigen Persönlichkeiten Angst gesät. Mitte Dezember wurde gesagt, zu Weihnachten, spätestens zu Neujahr, sollte im Gesundheitssystem eine Überlastung entstehen. Definitiv. Deswegen waren Maßnahmen notwendig. Mitte Januar wurde gesagt, dass Anfang oder Mitte Februar die Intensivstationen
vor einer Mehrbelastung von mehreren tausend Betten stehen. Beides war nicht der Fall. Beides ist nicht so gekommen. Oberbürgermeister oder Bürgermeister, ich weiß es gar nicht, Boris Palmer in Tübingen sagte diesbezüglich, von einem Panikorchester war die Rede live im TV zu sehen. Und bei all dieser Panik waren die Grünen und früher auch Karl Lauterbach ganz vorne dabei. Und dabei wurden in vielen Bereichen Nöte ignoriert, Existenzen wurden bedroht, ebenso Strukturen im ehrenamtlichen Bereich. Und die Hilferufe wurden immer größer und werden immer größer. Der Handelsverband Deutschland mit genauen Zahlen, wo wirklich die Problematik hängt. Die DEHOGA beschreibt die Situation in der Gastronomie. Kult, Kultur, Kunst, Sport, Messen, Veranstalter, Schausteller, Alarmstufe Rot, melden sich pausenlos zu Wort und bitten, wirklich bitten, um angemessene Öffnungen. Die FDP versucht mit Argumenten zu überzeugen, angefangen am 7. Januar mit einem Artikel im Westfälischen Anzeiger, der nur ein Ziel hat, angemessene Öffnungen in einer gestaffelten Form. Und insbesondere die Grünen sehen das anders, das haben wir oft gehört, insbesondere vor 3 Wochen hier in der Debatte, als Verena Schäfer der FDP Realitätsverweigerung vorwarf, zumindest in den sozialen Netzwerken am 20. Januar. In der Debatte selbst am 26.01. sagte Frau Josephine Faul, die Sicht der FDP auf die aktuelle Lage geht an der Wirklichkeit vorbei. Wir wären schlicht und ergreifend unverantwortlich unterwegs. Und dabei, viele europäische Staaten haben viele Einschränkungen zurückgenommen. Niederlande, Frankreich, Österreich, Dänemark, Schweden, Norwegen, England. Hingegen standen die Grünen in Deutschland immer wieder auf der Bremse. Aber auch einige Bundesländer haben mit grüner Regierungsbeteiligung Öffnungen angekündigt und eingeführt. Bremen, Hessen, Baden-Württemberg. In Regierungsverantwortung ist das anscheinend für die Grünen selbstverständlich. Auch die grüne Finanzministerin Monika Heinold in Schleswig-Holstein sprach jetzt gerade von der Verantwortung, Schritte in Richtung Normalität zu gehen. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen bleiben jedoch bei ihrer einseitigen, wenn nicht sogar extremen Linie. Die Grünen blenden auch in der Corona-Politik viele andere Interessen und Nöte aus. Interessen eben von Sport, Kultur, Ehrenamt, Jugend, Wirtschaft, Handel und Gastronomie. Und Verena Schäfer sagte gestern, war es online zu lesen, heute im Kölner Stadtanzeiger, die Zeit für weitreichende Lockerungen ist noch nicht gekommen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Grünen sprechen sich also auch am heutigen Tag gegen weitreiche Lockerungen oder gegen Lockerungen an sich aus, denn es kam ja kein Vorschlag, außer der eine Begriff 2G im Handel. Erneut wirft sie der FDP grundsätzlich Unvernunft und Verantwortungslosigkeit vor. Ich spiele diesen Ball, um im Bild der Fußballsprache zu bleiben, gerne zurück. Ich halte Ihre Position der Grünen gegenüber Gesellschaft, gegenüber Freiheit, gegenüber Arbeitsplätzen, gegenüber Handel, gegenüber Gastronomie für absolut unverantwortlich. Wir müssen wegkommen von dieser einseitigen Politik, nur den Gesundheitsschutz zu sehen, die Politik zu übertreiben, zu überziehen und alles andere, was sonst passiert in Nordrhein-Westfalen, überhaupt nicht zu beachten. Das ist verantwortungslos, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie sagen dann auch noch, wir würden den Koalitionspartner oder den Ministerpräsidenten unter Druck setzen. Diese Koalition hat seit 4,5 Jahren eine grundlegende Auffassung. Unterschiedliche Meinungen ergänzen sich perfekt und führen zum besten Ergebnis. Das ist die Stärke dieser Koalition und kein Widerspruch, sondern das ist unsere Stärke. Ich kann aber die Worte von Frau Schäfer nachvollziehen, denn den Regierungspartner unter Druck zu setzen und zu blockieren, damit kennen sich die Grünen aus. Wir alle erinnern uns gut an die Reden und Worte der Kollegen Dün und Groschek in ihren damaligen Ministerfunktionen. Eines ist zumindest bei der Debatte heute deutlich geworden, bei den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns hoffentlich in dieser Debatte verfolgen.
Es gibt einen Unterschied zwischen Grünen und FDP, und den sieht jeder, sogar jeder Blinder, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die politische Corona-Strategie der Angst ist vorbei. Ich wiederhole es nochmal. Die politische Corona-Strategie der Angst ist vorbei. Dem Gesundheitssystem droht keine Überlastung. Die Belastung der Intensivstationen hat sich halbiert. Die Krankheitsverläufe sind überraschend milde, Gott sei Dank. Und Nordrhein-Westfalen, lieber Karl-Josef Laumann, hat eine sehr, sehr gute Impfquote hingelegt. Wir können stolz sein auf die Bürgerinnen und Bürger, die sich dermaßen in Nordrhein-Westfalen impfen lassen, wie in keinem anderen Flächenland in der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen in drei Schritten für Lockerungen sorgen. Am 17.02., am 4.03., am 20.03. Am 20.02. fällt 2G im Handel. Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich werden deutlich zurückgenommen. Wir richten uns dabei an die Indikatoren Belegung der Intensivstationen, Hospitalisierung, R-Wert und Inzidenz. Am 4.03. soll der nächste Schritt folgen, ein Befreiungsschlag für Kunst, Kultur, Sport und Veranstaltungen. Es geht um eine Auslastung im Innenbereich zwischen 40% und 50%. Und es geht um eine Auslastung im Außenbereich zwischen 50% und 75%. In der Gastronomie soll es zu 3G kommen. Damit wird 2G plus gestrichen. Für die Publikumsmessen streben wir Öffnungsmöglichkeiten an. Wir brauchen praktikable Hygienevorschriften an Universitäten und Fachhochschulen, damit dort wieder in Präsenz gelehrt werden kann. Und am 20.03., so lesen wir es alle, sind entscheidende, ganz weitragende Öffnungsschritte geplant. Über die werden wir sicherlich noch mehrfach reden. Wir werden sehen, welche Vorschläge die MPK morgen machen wird, welche Dynamik sich entwickelt. Wir werden das Leben hier in Nordrhein-Westfalen mit Corona organisieren. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf die NRW-Koalition, auf CDU und auf FDP verlassen. Herzlichen Dank. Applaus